Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter World. Wir sind wieder zurück im Korallenhochland, dem Ort... Oh, was seid ihr denn für Viecher? Wartet mal. Guck mal, diese komischen Schlangen, die da aus dem Boden kommen. Was ist denn das? Meins? Wackelwurm. Okay, sehr passender Name. Ja, unsere Aufgabe ist es dieses Mal... zum Hauptlager zurückzugehen, aber ehrlich gesagt will ich das gar nicht so richtig. Ich will ja lieber noch erkunden. Denn wir haben hier gerade eben wieder Spuren entdeckt von einem dritten Monster, was hier irgendwie die Runde macht. Den Tsitsiyaku haben wir ja schon erjagt. Paulumu haben wir gefunden. Und irgendwie muss es ja hier noch was geben. Obwohl ich so eine dumme Ahnung habe, dass es sich dabei um ein Vieh handelt, das so stark ist... Oh, Diamantsamen. Das so stark ist, dass es mich gleich mit einem Schlag umhaut. Ja, ja. Na gut, nee. Gehen wir mal wieder in die andere Richtung. Beziehungsweise wir können auch noch hier runter, oder? Ja, können wir. Sehr gut. Nein, hier sind wieder solche Vespoiden. Die kann ich gar nicht leiden. Hier könnte ich runter, wenn ich wollte. Kann aber auch einfach springen. Ah, Steine. Okay. Ich habe mir überlegt, wir haben doch vorhin diesen Paulumu gefunden. Ob ich mir es leisten kann, den hier zu jagen? Ich weiß gerade gar nicht. Habe ich hier überhaupt ein Zeitlimit für diese Aufgabe? Ich könnte es theoretisch mal versuchen. Ich meine, mehr wie schief gehen kann es ja nicht. Eisenerz, Eisenerz, Korallenkristall. Okay, wieder was Neues. Sehr schön, dann kann ich vielleicht doch bald wieder neue Sachen schmieden. Vielleicht, wenn ich da... Hallo. Da unten war zuletzt der Paulumu, aber ich glaube, der hat sich wieder verzogen, oder? Ich glaube, der ist wieder woanders hin. Und das hier sieht aber so ein bisschen aus wie seine Family, oder? Hallo, seid ihr freundlich? Ich glaube, das war nicht seine Family, oder? Der hat die hier gejagt. Verwester Kadaver. Hi. Entschuldigung, aber ich muss euch mal testweise töten. So. Raffinos. Cool. Huch. Fly me to the moon. Hey, wo fliegst du mit mir hin? Wie habe ich mich jetzt überhaupt an dem festgemacht? Egal. Ich lasse mich mal hier fallen. Und oh, hier scheint ein Paulumu zu sein, oder? Alles Gute kommt von oben. Scheide. Shit, ich dachte, ich könnte ihn direkt auf den Kopf droppen. Das wäre richtig gut gewesen. Komm wieder zurück, du Feigling. Seine Flügel sehen aber echt so ein kleines bisschen so aus wie, wie beim Poké Poké, oder? Kann das sein? Ich mach dem jetzt mal hinterher hier. Das ist jedes Mal wieder da an die Liane da glitscht. Komm her, ich will dich bekämpfen. Wie schwer oder einfach bist du? Habe ich genug Tränke? Ah, besser noch ein bisschen Honig. Hey, na? Es geht. Du klingst wie eine Luftpumpe. Kannst du das mal bitte hier rausmachen? Ich hatte doch noch irgendwas anderes für die Schleuder. Hier. Pops. Komm runter. Los, komm, lass kampeln. Bam, bam. Oh, alles klar, ist wieder so ein Schreihals, der mich mit seiner Stimme staggern kann. Und das hat er sich vom Radian abgeguckt. Bam, bam, bam. Alter, ich hasse das, wenn die mich hier einfach umrennen. Ich weiche aber auch nie aus, weißt du? Auf der einen Seite hasse ich, wenn die das hier machen, auf der anderen Seite weiche ich nicht aus. Ah ja, der hat ein ähnliches Moveset wie der. Poké Poké. Bam! Na, gefällt dir das? Bam. Au. Offensichtlich nicht.
Nein! Lass nicht aufstehen. Haha, ich kann mich heilen, du nicht. Oder? Gut, weiß man nicht. Hatten das getroffen? Nee. Bam! Schade, ich dachte, ich könnte ihn damit irgendwie... Bam, bam! LOL! Was ist das denn? Das ist ein Duftballon! Geil! Da kann sich aufblasen wie ein Luftballon. Alter, krass. Aber jetzt bin ich auf dir drauf und du wirst mich nicht mehr los. Was bin ich nicht mehr los? Was bin ich nicht mehr los? Ich bin wie Akne. Und du bist in der Pubertät. Du wirst mich nicht los und ich verbrutzel dir dein Gehirn. Bam! Es geht ab! Bam, 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 bam. Ich hau den Schwanz ab. Bam, 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 au. Also seinen Schwanz müsste man eigentlich abschlanken. Au, verdammt doch mal. Sind wir bei einem Stierkampf oder was? Sieht so aus. Kann man ihn überhaupt vergiften? Also ich meine, ich habe eine Giftwaffe. Alter, womit hat denn der mich jetzt getroffen mit seinem scheiß Schwanzstupser hier? Komm gefälligst zurück, du Feigling. Moment, ich muss ihn auf der Karte markieren. Ich habe aber keine Falle, das ist doof. Ich müsste ihn töten. Aber was soll's? In diesem Geschäft muss man sich eben auch mal die Hände schmutzig machen. Ich habe nicht nur keine Fallen mehr, ich habe auch keine Dings mehr, keine Beruhigungsbomben. Aber egal, dann killen wir jetzt einfach mal wieder ein Monster, warum auch nicht. Ja, doch voll cool. Direkt im ersten Quest hier, also direkt auf der ersten Erkundung hier, ein Monster gefangen, ein Monster gekillt. So richtig stark ist er jetzt nicht, also was den Schaden angeht, wie gesagt, ich bin zwar immer so ein kleines bisschen ungeduldig, und lass mich dann so überrennen. Obwohl das, glaube ich, ja, das Aria... Und weg ist er. Ach, Alter. Will ich das jetzt wirklich machen, hier mit dem Fangen spielen? Ja, will ich. Aber ihr habt das auch gesehen, oder? Der hat sich so richtig krass aufgeblasen, wie ein Luftballon. Aber so richtig, er hat noch keine Spezialangriffe oder so rausgehauen. Also wenn er sich so aufblasen kann, keine Ahnung, vielleicht kann er so rumbouncen. Hallo? Kann sein, dass der jetzt abgehauen ist? Ach Mann. Na gut, okay, dann gehen wir jetzt einfach mal zurück zur Basis. Das müsste von hier aus möglich sein. Dann machen wir einfach mal Schnellreise. Egal, haben wir den zumindest auch mal kurz gesehen, den Paulumo. Ich bin mir sicher, den sehen wir auch noch ein zweites Mal. Und den Tsitsiaku kann uns ja sowieso keiner mehr nehmen. Da ging es ja irgendwo... War irgendwo eine Brücke, oder? Hallo? Ja. Da ging es zum Hauptlager und da gehen wir jetzt auch wieder hin. Sehr schön, die Expedition ist beendet. Und sie war echt nicht erfolglos. Ja, ich glaube, ich habe dann insgesamt zu lange gebraucht, zusammen mit der Zeit, den Tsitsiaku zu fangen. War es dann einfach an der Zeit, dass der Paulumo auch das Gebiet verlässt. Tsitsiaku, Leuchtorgan, Lederhaut, Klaue, Lederhaut, Lederhaut. Nochmal eine Lederhaut, nochmal eine Schuppe und noch ein Leuchtorgan, alles klar. Oh, nicht Monsterknochen, Korallenknochen, Blaupilz und eine Nuss. Sehr schön, sehr schön. Ich verbuche das als Erfolg. Lieferung abgeschlossen, Qualitätsabalone. Hatte ich das? Hatte ich das als Aufgabe? Bin ich mir... Echt jetzt? Wann habe ich denn das mal freigeschalten, diese Lieferung? Oh, na gut, okay, es gibt jetzt so manches, was ich nicht mitbekomme in dem Spiel. Was soll's? Ich freue mich jetzt schon drauf zu sehen, was wir jetzt für neue Rüstungen machen können. Ich hoffe, das, was ich jetzt habe, reicht schon vielleicht, um die Palico-Rüstung zu schmieden, die aus dem Tsitsiaku ist.
Und ich, wie gesagt, ich hoffe, dass man daraus eventuell eine Waffe machen kann, mit dem man Gegner blendet. So. Meisterin der dritten Flotte. Wie ich sehe, bist du mit leeren Händen zurückgekehrt. Wie schade. Warum mit leeren Händen? Ich habe eine Tsitsiyaku gefangen. Wie auch immer, du hast Besuch. Na, wen haben wir denn da? Meine liebsten beiden Schwerstarbeiter. Die Meisterin der dritten Flotte hat mir gesagt, dass du viel Zeit damit verbracht hast, im Korallenhochland den Sora Magdaros zu suchen. Sie meint auch, dass weit, weit unter uns dieses Tal der Verwesung liegen würde. Das Tal der Verwesung, Alter, das klingt ja nicht sehr einladend. Was mich auf eine Idee gebracht hat. Wenn wir zum Tal wollen, brauchen wir einen Weg, dorthin zu gelangen. Daher habe ich den Wiederaufbau der zerstörten Basis vorgeschlagen. Indem wir sie mit Ballons ausstatten und wieder in ein Luftschiff verwandeln. Wie du siehst, ist die Anführerin auch begeistert. Ja, die hüpft regelrecht vor Freude. Oh ja, Ballons, so viele wie du willst. Warum habe ich hier gerade das Bild von dem Haus aus oben im Kopf? Also, warum denke ich hier gerade an echte Luftballons? Was soll's. Aus der Luft können wir das Tal der Verwesung ungehindert begutachten. Hoffentlich können wir dort auch die Spur des Sora aufnehmen. Der Luftschiffingenieur übernimmt den Bau des Luftschiffs. Wir müssen nur die Materialien liefern. Nach Aussagen der Gelehrten sind Materialien von einem Monster namens Paulumo genau das Richtige. Ah, sehr gut. Ja, das ist wirklich tatsächlich ein lebender Ballon. Wenn du dich um die Paulumo-Jagd kümmerst, kann ich mich auf die Suche nach anderen Materialien machen, in Ordnung? Und der alte Mann hat mich gebeten, dir das hier zu geben. Das ist ein aus Materialien hiesiger Monster hergestelltes Spezialwerkzeug. In Astera hatten sie eine Handvoll biologischer Proben auf Lager, also beschlossen sie, sie zu nutzen. Der alte Mann hofft, dass dir die neue Ausrüstung im Einsatz hilft. Du wirst sie bestimmt gut nutzen, da bin ich mir sicher. Also dann mal los, viel Glück! So, was habe ich gekriegt? Gleitermantel. Das ist alles fantastisch. Cool. Ja, hier ist alles fantastisch. So, pass mal auf. Ich mach erstmal wieder hier zurück. Nach Astera. Und zwar zur Schmiede, bitte. Denn ich möchte mir, wie schon sehr, sehr oft gesagt, erstmal angucken, was ich mir für Sachen aus dem Tsitsiyaku schmieden kann. Auf jeden Fall weiß ich, dass man den Tsitsiyaku relativ leicht besiegen kann. Der ist wirklich nicht viel stärker als ein Kuluyaku. Also für mich jetzt zumindest, also für die aktuelle Ausrüstung, die ich so habe. Und ich weiß immer noch nicht so genau, was dieses Blenden von dem macht. Also ich wurde ja mehrfach davon getroffen, aber es schien nicht so wirklich eine Auswirkung zu haben. Kein Plan. Vielleicht hat es eher nur eine Auswirkung auf Nanachi, man weiß es nicht. Rätsel über Rätsel. Ja, dann ist die Frage, was ich danach mache. Ich glaube, es sind jetzt gerade 13 Minuten. Also für Paulumu, wenn ich den jetzt von der Stärke her so einschätze wie den Poké Poké, dürfte es eigentlich nicht mehr ganz reichen. Dann fange ich vielleicht noch den Barot für diese eine Quest. Könnte ich theoretisch machen. Wäre eine Möglichkeit, ne? Oder ich suche mir was völlig anderes, keine Ahnung. So, ja, hallo. Ich werde mit der Verschmelzita reden. Vielleicht finde ich heraus, was die Talismane... Okay, alles klar. Ja, genau. Wir können jetzt nämlich auch Talismane hier herstellen. Genau, hier. Und uiuiuiuiui, Junge, Junge, Junge. Da gibt's ja echt alles Mögliche. Cool. Aber erstmal die Rüstung angucken. Und da haben wir es, das Tsitsi-Set. Klingt irgendwie komisch. Alles klar. So, da ist es. Sieht sehr, sehr schick aus. Es hat null Elementarwiderstand, im Gegenteil, es ist sogar sehr anfällig gegen Eis und Donner. Hat dafür aber...
hat dafür aber auch wenig Verteidigung. Hä? Warum sollte man das auswählen? Wofür ist das gut? Keine Ahnung. Hä? Das mit den Fähigkeiten hier, das habe ich auch noch nicht so ganz geschnackelt. Überraschungsangriff, Konstitution, nicht aktiv, Botaniker und so weiter. Ja, damit habe ich bisher auch noch überhaupt nicht gearbeitet. Also es gibt wahrscheinlich noch so dermaßen viele Sachen, die ich hier noch überhaupt nicht weiß. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es ist ungefähr so leicht, dieses Spiel zu lernen, wie eine neue Sprache zu lernen. Gut, dann haben wir noch das Charmer-Set, obwohl das eigentlich bloß aus dieser sehr schicken, aber auch irgendwie, ja. Also es ist nicht ganz mein Stil, aber hey, was soll's? Wer es mag? Dann haben wir noch das Königskäfer-Set. Wann habe ich denn mal Königskäfer... Alt! Also, was ist das denn? Drachenerz, Lehmbeutel, Monsterfluid. Große Hornfliege. Ach, diese große Hornfliege, die hatten wir mal bei der Pflanzenzüchtung gekriegt. Okay, deswegen habe ich das freigeschalten. Und dann haben wir das. Ja, geil. Das Hochmetall-Set, aber dafür brauche ich Drachenieterz. Ich glaube, das kann ich bisher noch nicht so wirklich farmen. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schick. Oh, halt, halt. Fast das Wichtigste vergessen. Nur mal eine kurze Frage zwischendurch. Wollt ihr das überhaupt? Also findet ihr das gut, wenn ich zwischendurch immer diese Rüstungen zeige, die man machen kann? Oder interessiert euch das nicht und ihr sagt, hier komm, scheiß auf die Rüstungen, jag einfach Monster? Müsst's nur sagen. Ich mach, soweit ich das kann, was ihr wollt. Soweit es mir möglich ist, das zu... erfüllen. Was zur Hölle? Alles klar. Fasching im Kindergarten. Geil. Ist gut gegen Drachen und gegen Donner. Und braucht halt 3 große Hornfliegen, damit man das machen kann. Okay. Und das macht Lähmungsschaden. Gar nicht mal so schlecht. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, ich mache das jetzt einfach mal. Ich meine, ich ziehe es ihr nicht an, aber ich will es einfach bloß besitzen. Das soll's. Das ziehe ich ihr mal an, wenn ich Nanachi mal so richtig schön demütigen will, warum auch immer ich das wollen sollte. Nein, ich... Alles klar. Gut. Ja, es sind 18 Minuten. Was mache ich denn jetzt? Nimm aufgeblasene Probleme an? Nö, meine ich nicht. Meine Fresse nach eins. Was können wir denn mal noch machen? Ich guck mal ganz kurz, was es hier für Quests gibt. Oder weißt du was? Ich schneide mal kurz an der Stelle und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mich entschieden habe. So, Leute, da sind wir in der Wildturmödnis. Ich habe mich dazu entschlossen, noch einen Juratodus zu jagen. Das hat ganz einfach den Grund, dass ich eine Quest vom Botanischen Garten bekommen habe, bei der ich 2 Aquabeutel abgeben muss. Die hat der Juratodus ja, soweit ich mich da recht erinnere. Und falls es euch aufgefallen ist, ich habe eine andere Waffe, eine etwas andere Waffe zumindest. Ich habe meine Metall-Switch-Axe, die bisher Giftschaden gemacht hat, umgemodelt, also habe sie quasi zurückgebaut und habe jetzt Großjagdkrass-Teile ran gemacht, sieht man so ein bisschen, denke ich. Und die macht jetzt Ermüdung, was auch immer das ist, ich weiß es nicht, aber ich will es unbedingt ausprobieren und deswegen haben wir jetzt diese Axt. Vorher gucke ich aber nochmal ganz kurz, ich will ein paar Lehmpilze mal mitnehmen. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich, wenn ich diese Quest abschließe, also wenn ich diese 2 Aquabeutel zum Botanischen Garten bringe, ab da habe ich dann mehr Erntekörbe. Das wäre sehr, sehr gut, wenn ich 2 Sachen gleichzeitig anbauen könnte. Dann könnte ich mir halt Schlafkraut zum Beispiel anbauen und Lehmpilze und hätte dann mehr oder weniger einen unendlichen Vorrat an, also nicht direkt unendlichen, aber einen
nachwachsenden Vorrat an, Betäubungsbomben, das wollte ich sagen. So, ist der wieder hier unten? Ja, ist er da hinten. Der Jura-Todus ist sehr berechenbar, ist immer am selben Ort. So, mal gucken, was das mit dieser Ermüdung ist. Hundertprozentig weiß ich es nicht. Hi, es geht. Wenn ich gesehen. Bam. Bam, bam, bam. Und Krabums. Jetzt schon die Teile gebrochen. Okay, dieses Mal leuchtet es weiß. Das ist sehr interessant. Und hier hat es offenbar einige Gajaus mit erwischt. Alter. Mal ganz kurz. Jo, Alter, guck's dir an. Ich liebe diese Waffengattung. Sieht cool aus, ist nicht so schwer zu handhaben. Ich nehme mal kurz ein bisschen Schlamm mit. Nur für die Forschungsgruppe da. Guck, da steht jetzt noch einmal aufsammeln schon da, Stufe erhöht. Aber ich bin mir sicher, wenn ich das jetzt abgebe, habe ich gar keine Stufe erhöht. Ich verstehe das mit der Forschung manchmal nicht. Aber gut, was soll's. Hey, Großer. Es geht. Bam, bam, bam. Und... Achso, schade, das sollte eigentlich eine Combo werden. Puff, puff, puff. Bam, bam, bam. Und bam, bam. Und jetzt nochmal drauf. Ne, nicht hier mit Wasserpest anspringen. Ich bin hier der, der dich anspringt. Krabums! Bist du jetzt ermüdet? Ja, ist er. Guck mal, seht ihr diese Sterne jetzt? Das wäre ja ziemlich cool. Wenn ich eine Waffe habe, hätte die Gegner so. Ja, also praktisch die, was will ich sagen? Ich kann selber nur ahnen, was ich sagen wollte. Also eine Waffe hätte die Gegner automatisch so, betäubt. Das wäre ziemlich cool. Ich würde gerne zu ihm hinkommen, bevor das Schwert wieder entladen ist. Komme ich aber nicht. Bom. Das hat ihn auch überhaupt nicht getroffen, oder? Leider nein. Gut, alles klar. Der macht jetzt wieder seine Sprungattacke. Hui! Aber trifft damit nicht, weil ich die schon kenne. Darauf erstmal die Klinge schärfen. Schlitz. Komm, auf ihn drauf. Sehr schön. Mich wirst du nicht mehr los. Schalalalala. Ich werde dich jetzt zerstechen. Schalalalala. Warum singe ich hier überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich bin verrückt geworden. Ich habe offensichtlich meinen Verstand verloren. Und sobald wir dann wieder zu Hause sind in Astera, habe ich da noch was ganz Schickes, was ich euch zeigen möchte. Vergiss es, ich bleib auf dir drauf. Du bekommst mich nicht mehr los, nicht mehr in diesem Leben. Zack, zack, zack. Schön wieder an den Kopf. Nein. Oh lol, jetzt hat's ihn umgehauen. Ha. Ha, 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 ha. Bam, 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 bam. Und Combo ins Schwert. Patsch, patsch, patsch. Patsch, patsch, patsch. Au, da hat er mich mitgerissen. Das war so nicht geplant. Huia! Bam. Oh ja, habe ich ihm was gebrochen? Ich will ihm immer... Ich will ihm immer den Schwanz brechen, weil da kriege ich eine Flosse von ihm. Paff, und ich bin wieder auf dir drauf. Ach, Jura-Todus. Du und ich, wir werden noch beste Freunde. Ich sag's dir. Guck, ich reite schon auf deinem Rücken. Du und ich gemeinsam ziehen wir durch das Land und vermöbeln Monster. Was sagst du? Nein? Willst du mich abschütteln? Na, es klappt aber leider nicht so. Klappt leider nicht so, wie du dir das vorstellst, glaube ich. Ups. Und schon bin ich wieder an deinem Kopf. Du tust dir aber auch immer selber weh, Mann. Das ist nicht gut. Bam. Bam, 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 und jetzt, nein, nein, das jetzt.
Nein, warum trifft er nicht? Mach den hier. Warum trifft denn das nicht? Willst du mich verarschen? Alter. Na gut. Na gut. Oh. Hallo Barot. Mit dir habe ich gerade keinen Streit, also lass mich in Ruhe, bitte. Ich will den Juratodus. Ich will den Juratodus. Ich will ihn jetzt. Beziehungsweise ich will seinen Wasserbeutel. Ich hoffe mal, dass der mir Wasserbeutel gibt. Also ich glaube schon, oder? Ich weiß nicht mehr, ob das so heißt. Das meine ich damit. Also der hatte irgendwie so eine Art Beutel, den er fallen gelassen hat, beziehungsweise den ich bekommen habe, wenn ich ihn gefangen habe. Habe ich überhaupt Fallen dabei? Müsste ich eigentlich gemacht haben, ne? Ja, so wie ich mich kenne. Habe ich dran gedacht. Hallöchen! Du siehst nicht mehr allzu gesund aus. Lass mich dabei helfen, noch ungesünder auszusehen. Au, jetzt hast du mich auch noch infiziert. Wap, wap, wap. Und knapp, bums. Juhu! Bam, bam. So, jetzt aber, komm. Und... Bam! Ich hab's noch durchbekommen. Ich würde gerne aufs Schwert umschalten, wenn ich darf. Zack, zack, kann ich ihn wieder treffen? Ja, müsste ich eigentlich. Ich würde ihn gerne damit an den Schwanz sprengen. Das klingt irgendwie falsch, ich weiß. Ja, jetzt mach doch mal bitte. So. Alter, nein. Okay, dann muss ich wieder zurück auf die Axt. Sonst ist hier die Fiole leer. Das war jetzt scheiße. Bam. Und Krab. Bums. Nicht ganz Krabums, schade. Pam, pam. Au, Arsch. So, jetzt geht's da aber hier mal hinten bitte an seinen Schwanz ran. So, pam. Schade. Das hat nicht ganz geklappt. War die Fiole? Die Fiole war nicht ganz voll, oder? Kann das sein? Weil sonst sollte der sich doch so an dem Fest... Nein! Hab ich zu spät gesehen, sorry. Na gut, okay, jetzt ist er mit Nanachi beschäftigt, da kann ich mal nachschärfen. So. Alter, jetzt spring doch mal nicht dauernd hier aus dem Weg. Lass dich doch mal treffen, du dummer Fisch. Pam, pam, pam. So, jetzt bin ich an ihm dran. Krabbums! Genau das wollte ich sehen. Ja, mit dieser Entladungsattacke, denke ich, kann man die Gegner hier mit, also zumindest mit dieser Waffe ganz zuverlässig vertrimmen, beziehungsweise betäuben. Und hier hinten die Heckflosse, die würde ich gerne irgendwie brechen. Auch wenn es brutal klingt und ist. Pam, pam. Wenn ich das mache, wenn er das macht, da deckt er sich mit Schlamm ein. Funktioniert wie beim Barot. Oh. Ich habe ihn gekillt. Da war ich etwas zu enthusiastisch. ups. hoppla, ich hätte ihn eigentlich fangen sollen. ja, das ist jetzt, ja. Ich hab's echt nicht gemerkt. Ups. Okay. Alles klar. Das, ja. Gut. Ja.
Was soll ich dazu noch sagen? Ich habe jetzt gerade echt nicht, ich habe nicht mehr dran gedacht, dass ich den ja fangen soll und nicht killen. Und ich habe auch überhaupt nicht drauf geachtet, ob der schon schwach genug war oder so. Ich habe jetzt einfach weiter draufgehauen, weil ich dachte, hey, solange wie er sich noch wehrt, wird's dem wohl nicht so schlecht gehen. Okay, gut, alles klar, das war jetzt ein Fehlschlag, aber also so halb besiegt habe ich ihn, aber eben leider nicht gefangen. Hey Leute, guckt euch meine neue Bude an. Das machen wir jetzt mal noch ganz zum Schluss. Denn ich habe hier eine neue Wohnung bekommen. Die sieht jetzt deutlich besser aus. Mit Aquarium, mit einem eigenen Baum in der Wohnung. Mit noch viel längerer Ladezeit als sonst. Hier, guckt's euch an. Ich habe direkt das Vögelchen, was wir vorhin gefangen haben, hier freigelassen. So als kleines Haustier. Hier mein eigenes Aquarium. Zwei Fischen drin. Aquarium ansehen. Oh, Moment. Aquarium ansehen. Ja. Sehr, sehr schick. Denn da könnt ihr mal sehen, so sah das Korallenhochland mal aus. Irgendwann ist dann das Wasser weggegangen, aber ja, kann ich mir nicht anders vorstellen. Auch hier noch mit diesem schönen Sonnenuntergang im Hintergrund. Ja, hier mein eigener kleiner Baum. Hier meine Blumentöpfe, um die blaue Schmetterlinge herumflattern. Sehr, sehr schick eingerichtet. So, ich würde sagen, das war's dann auch wieder für heute, Freunde. Ja, auch wenn ich beim letzten Mal etwas verkackt habe, weil ich nicht mitbekommen habe, dass der Juratodus kurz vorm Abnippeln war und dann ist er abgenippelt. Hoffe ich trotzdem, dass ihr ein bisschen Spaß wieder hattet. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Da werden wir uns dann wahrscheinlich um den Paulumo kümmern. Bis dahin, haut rein!